Wieso wache ich in der Nacht auf? Ist es Nacht? Ich sehe komplett anders aus. Ich sehe anders aus? Was? Sehe ich denn aus? Was? Warum? Versteh's nicht. Aber hallo, herzlich willkommen zu Minecraft Ragnarök. Wo ist Sunny? 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 Wo bist du? Sunny? Wo bist du? Sunny? Sunny, wo bist du? Was? Sunny, was machst du da? Ich kann das erklären, glaube ich. Was machst du da? Hey! Aua! Hör auf mich zu schlagen! Sag mal, geht's noch? Was machst du da? So blutig wie es wird. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß auch nicht so viel. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich aufgewacht bin und irgendwie auf einmal... Das hört sich jetzt total dumm an. Ich bin ein Vampir. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Ein Vampir? Ja. Weiß mich mal. Soll ich? Mach doch. LOL! Okay. Ziemlich kräftiger Vampir, sagen wir es mal so. Ja. Was ist denn mit dir passiert? Du siehst aber auch anders aus. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin auch gerade erst aufgewacht und sah auf einmal so aus. Ich habe auch keine Ahnung von. Meine Rüstung. Yeah. Warte mal. Meisterhafter Zauberstab. Hä? Ich habe auch einen. Oh! Oh. Sorry. Sag mal. Ich habe jetzt einfach mal aktiviert. Autsch. Schieß das doch nicht immer alles auf mich. Ja doch, weiß man, macht Spaß. Oh, Kacke. Ich bin an der Stelle auch mal raus. Tschüss. Egal was hier ist, es nimmt Schaden und es ist laut. Ah, Hilfe, das Ding. Sind das alle? Naja, der hier noch in der... Oh oh. Ich würde mal deine Teile... Oh nein. Au? Oh oh. So ist aus. Tot. Aber deine Blutreserven sind anscheinend weg. Ja, na gut. Ich habe ja nichts damit zu tun. Ey! Danke! Selbst wenn du ein Vampir bist, wirst du von mir keine bessere Behandlung erwarten. Aber was passiert denn jetzt? Ja, du bleibst so, wie du bist. Ich mag Vampire. Toll. Aber... Jetzt mag ich dich noch mehr. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du solltest lieber mal ganz schnell wieder unter Haus gehen, ne? Es wird ja langsam Tag hier, ne? Oh. Siehst du, das ist Kacke. Aber what the fuck, Alter? Hier sind jetzt einfach Häuser. Wer ist das? Nein. Hier ist ein Miet? LOL, der verkauft mir Rüstung. Ja gut, damit habe ich jetzt irgendwie jetzt nicht erwartet, ne? Ich kann... Das finde ich überhaupt nicht lustig. Ich find's lustig. Au, ich find's warm. Du hast das auch gehört, oder? Turtle? Turtle? Sei mal was? Was machst denn du hier? Was machst du denn hier? Wo bin ich hier? Vorsicht, sie ist beißt. Aber sie ist beißt! Dankeschön! Wie sie beißt? Was ist da denn? Sag mal, was ist mit deinem Gesicht los? Sie ist ein Vampir. Ich hab Sonnenbrand. Sie ist ein Vampir? Wir reden nicht darüber! Seit wann das denn? Seit jetzt? Seit heute. Heute Morgen? Seit heute Morgen und seitdem hat sie ziemlich hart gelevelt. Ja. Okay.
Okay, wo bin ich hier? Du bist in Minecraft Ragnarök. Das ist eine Welt von mir und die ist gerade voll am Abstürzen, sagen wir es mal so. Und zwar sind, sage ich jetzt mal, drei Wächter. Es gab drei Wächter und diese drei Wächter sind, haben diese Welt beschützt und so weiter. Aber eines Tages ist der Wächter des also von Gut und Böse. Eben muss der geteilt werden und seitdem ist die Welt ziemlich am Abstürzen. Es entstehen Rätsel, durch das du sogar gekommen bist. Und Zenny ist irgendwie deswegen auch zum Vampir geworden. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, ich war doch nur am Schlafen, dann bin ich auf einmal hier. Was ist denn hier los? Ich wäre auch gerade gern woanders, glaub's mir. Schnarchnase. Ruhe da! Ey, ich beiß nochmal, pass bloß auf. Ich hab meine Zauber. Ich auch. Scheiße, die kein Zauber. Scheiße, die ist gefährlich. Oh Gott. Hast du etwa keinen? Doch, ich hab auch einen, aber das ist... Wo waren wir? Also, ja, ich hab hier auch meinen Feuerstab. Ui, du kannst auch... Du bist ein Feuermagier? Ja. Was hast du für einen? Finsternis. Stab der verbotenen Künste. Ein toll, verboten. Jetzt bist du verboten gut. Die hat uns ausgesperrt. Abmarsch! Machen diese Statuen da irgendwas? Verdammt! Ich glaube nicht, sie sind einfach nur da. Sie sind einfach nur da was und sehen schick aus. Was wolltest du tun? Ich wollte die Tür zumachen. Wow. Du hättest perfekt da draußen gestanden. Und dann hätte ich aber ausgesperrt. Okay, ich merke schon, hier ist man, sehr nett zu Vampiren. Nein, ich bin einfach nur nett zu Sandy. Zu anderen Vampiren. Au! Du Sack. Hast du den gebissen? Nö, einfach nur geschlagen. Aber beißen ist gerade mein gutes Stichwort, weil ich bräuchte Blut. So, Dödel, dann zeige ich dir mal kurz ihr geheimes Labor. Sorry. Ja, ich wollte dir gerade noch etwas geben. Okay. Ganz wichtig. Rechtsklicken. Einfach nur rechtsklicken. Okay. Au. Ich bin vergiftet. Was ist denn jetzt mit ihm los? Hä? Was war das? Was war das? Ich habe so irgendwie einen komischen Effekt. Hä? Ja, wenn der ausgelaufen ist, bist du auch ein Vampir. Ja, geil. Let's go. Oh, dass er es jetzt positiv auf... Ey, also, dass der es jetzt positiv aufnimmt, hätte ich nicht gedacht, ja? Damit habe ich nichts zu tun. Mein Lebenstraum wird wahr. Ja, dann... Könnt ihr mir versprechen, dass ihr nicht von mir trinkt? Ja, ich... Bei mir bist du in guten Händen. Ich trinke nur aus den Buddels hier. Und Tierblut. Das ist geil. Das schmeckt zwar süffig, aber ist gut im Abgang. Das weiß ich. Ich kenne das schon. Das hatte schon in mir. Gut okay, zu wissen. Dankeschön. Oh, okay. Warst du schon mal Vampir oder ist es einfach nur ein Nein, das war einfach mal mein Hobby. Aber warte, Tierblut, er ist doch eine Schildkröte. Nein. Passt doch. Nein, Schildkröte. Nein, er ist eine Halbschildkröte. Ihr gleich flüchtet. Wie macht man das so auf? Fass ihn! Fass ihn! Nein! Ja, komm! Nein. Ja! Bist du jetzt Vampir schneller? Ja! Ich hab mich ja hochgelevelt! Das ist doch unfair! Komm her! Der Manus, ich hab's rausgefunden! Wer? Was? Wer ist denn bitte der Turmwächter? Komm mal hier auf den Turm bitte! Ein großer! Hier? Das ist. Ich kann da nicht mit hoch! Wer ist das? Das stimmt, Raumwächter, komm mal doch bitte hier runter! Diese junge Dame hat hier ein kleines Problem damit! Tut mir leid, aber ja. Wir sind freaking Vampir. Au! So, okay. Hi. Du hast was rausgefunden. Was hast du denn rausgefunden? Ich hab's rausgefunden, wie man die Risse aufhalten könnte. Wie meinst du das? Erklär mir bis ins kleinste Detail. Bitte, danke. Die Risse entstehen dadurch, dass wir den uralten Zauber verwendet haben. Der Zeit und Raum veränderte und in ihren Grundzügen. Okay. Also das habt ihr sozusagen durch euren eigenen Zauber diesen Vorfall heraufbeschworen. Ja, toll. Oh Mann. Ihr seid ja. Ich habe herausgefunden, wie wir diese Welt von diesen
Ritzen retten können. Ja, nice. Immer her mit dieser Information. Ich nehme sie gerne an. Das wäre, glaube ich, ja. Das wäre hilfreich. Du kommst hier nicht mehr weg. Dieser Zauber, den wir wirken müssen, bräuchte eine Menge Magie und die 5 Grundelementsteine. Kristalle, egal. Ja, und die wären? Die Grundelemente waren Feuer, Eis, Erde, Licht, Finsternis. Also okay. Feuer habe ich. Ich glaube nicht, dass er den Zauberstab meint. Ich glaube, der meint so einen richtigen Kristall. Also nicht der, den du da bei deinem Zauberstab hast. Denke ich jedenfalls. Schade. Und wo finden wir die? Diese sind in spezielle Kristalle eingeschlossen, die sehr schwer zu finden sind. Na toll. Schwierige Arbeit mal wieder. Ist da perfekt wieder für mich. Man muss die finden. Ich kann nicht gut suchen. Ist nicht mein Problem, ne? Herunter! Diese Kristalle sind in bestimmten Biomen verteilt. Allerdings Feuer habe ich schon und der Lichtkristall wurde schon vor Jahren in einem Stab verbaut. Mhm. In einem Stab. Okay. Er war's. Dieser Lichtstab befindet sich in einer alten Bibliothek, die hier in der Nähe. Warte mal. Hä? Bleib mal alle dort. Okay. Hi, was geht so? Guck mal hier. Aua! Den hier hatten wir den. Diesen Zauber hatten wir gefunden. Den habt ihr. Wenn ihr ihn wirklich habt, dann gebt ihr mir, ich versuche den Kristall. Hier, bitteschön, hier hast du den Zauberstab. Ja, das ist doch super. Okay. Das ist doch super. Und was jetzt? Ich werde sobald wie wieder vorbeikommen, um euch zu sagen, wo die anderen Kristalle sind. Bis bald. Ja, bis bald. Ja, das ist doch super. Ja. Dann können wir... Ja. Tschüss, Turtle. Und hier. Das nächste Mal bitte ohne Schlagen, ja? Lass okay, mich. Danke. Tschüss. Ich mag den nicht, den der haut ich. Nicht. Selbst schuld. Was heißt denn selbst schuld? Hallo. Er hat gesagt, er ist schuld. Ja, kommt doch, ich habe einen Holzblock. Oh nein, bleib weg von mir. Geh weg. Ja, komm, Holzblock macht wie war es gerade mit dem Fang? So, in Bibliothek, damit ich euch zeigen kann, wo wir den Zauberstab her haben, ne? Ich glaube, ich weiß ungefähr noch die Richtung, denke ich mal. Okay. Bin mir da nicht so sicher. Und vor allen Dingen haben wir ja die Vampirprinzessin und die Prinzessin dieses des Schlosses, wo ich ja jetzt lebe, in Menschen verwandelt und kaum habe ich das getan, sind diese Risse entstanden. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen dran schuld, dass diese Risse entstanden sind. Okay. Denke ich jedenfalls, ne? Vampirprinzessin? Okay. Aber ist es möglich, dass... Warte mal. Du bist ja jetzt ein Vampir. Und ziemlich stark anscheinend ja auch, weil du ja, keine Ahnung, welches Level bist, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Level 14. Oh, du bist jetzt. Okay, du bist die Vampir, die neue Vampirprinzessin. Es könnte sein, dass du mit der Vampirprinzessin fusioniert bist. So eine Art Fusion. Übrigens, da müssen wir lang. Okay. Also du bist wahrscheinlich mit ihr fusioniert schon von Anfang an, aber die Kräfte haben sich jetzt erst gezeigt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Anni, wie ist das so? Gruselig. Ich finde das nicht so cool. Da, seid ihr da? Da. Da ist die Bibliothek. Okay. Oh, die sieht aber kaputt aus. Ja, die ist auch uralt, ne? So wie der Raumwächter es gesagt hat. Ach, übrigens, der Raumwächter heißt Rumulus. Ah, okay. Deinfalls 13 Name. Ja. Auf jeden Fall. Boah, ist mir kalt hier oben. Boah, du bist auch eine scheiß Schildkröte. Eigentlich hast du hier gar nichts oben zu suchen. Na gut. Ist echt so. Geh mal wieder runter. Hier. Genau hier. Hier auf diesem Teil war das eben. Machen wir den Erdblock drauf.
Okay. Jeder, der das sieht, ist jetzt Dreck. Ich sehe nichts. Ja, nice. Auch nicht. Beinahe. Auf jeden Fall, hier haben wir den Stab gefunden. Wir hatten eben benutzt, ihn um die Vampirprinzessin und die normale Prinzessin eben wieder zurückzuverwandeln in in ihre fleischliche Höhlen. Seitdem wir das und seitdem sind sie auch verschwunden, ne? Also seitdem der Zauber gewirkt hat und sie dann eben zurückverwandelt wurden. Dörtel hatte übelst Probleme gerade. Das Schloss. Verloren. Nein! Come on! Das Schloss verloren! Nein! Nein! Kannst dich doch unter Bäumen verstecken erstmal. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott, bleib unter den Bäumen. Doch, gefunden, hab's gefunden! Let's go! Ja, es ist hier vorne. Ja! Ja! Let's go! Benni, komm mit! Steck den geheimen Eingang. Running! Warte doch mal! Du hast einen geheimen Eingang gleich mal! Du bist doch vorbeigelaufen, glaub ich. Ja, ja. Oh! Rainer. Oh. Okay. Eva. Ich hab mich aber zurückgelassen. Höre die, wenn obwohl, das ich bin eh kein Vampir, also. Ich wollte gerade sagen, ich muss das nicht. Hier durch die Tür durchglitscht. Du hast mir einfach die Falte auf den Kopf geschlagen. Aha. Oh, das war knapp. Ja, ne? Ich denn? Ja, was habe ich denn? Ja, ist in meinem Inventar. Bruder muss los. Holz haben wir noch hier. Ach, okay. Könnt ihr mal aufhören? Ich musste mein Blut auffüllen. Entspann dich. Keine Lust. Also sag mal, du brauchst aber viel, weil der Tank ist bald leer. Ich weiß. Ey, du hast hier ganz oben. Hallo! Entschuldigung. Oh, das ist noch mehr. Okay. Hab ich doch gesagt. Ja, dann. Also so, hier. Wie verwandle ich mich denn in eine Fledermaus, sag mal? Wie das funktioniert nicht. So, mit dieser chaotischen Folge will ich auch mal die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen fetten Daumen hoch da, seid Abonnenten meines Kanals und schaut bei Sandy vorbei. Ja. Und bei Turtle auf jeden Fall. Nein! Dank. Doch! Haut rein und ciao, Leute!